Achtung, das folgende Video beinhaltet ein hohes Maß an schwarzem Humor und könnte bei einigen Zuschauern suizidales Verhalten auslösen. Ja, Tammy, wie wird man ein richtiger Emo? Ja, ein richtiger Emo zu werden ist gar nicht mal so leicht. Der Begriff Emo stammt im Gegensatz zum allgemeinen Glauben weder vom Wort emotional noch von der Musikrichtung Emocore ab, sondern ist lediglich eine Anlehnung an das Tier Emu, welches genau wie die 0815 Emos meist eine schwarze Färbung aufweist und ein Gehirn hat, das kleiner ist als das eigene Auge. Doch schwarze Klamotten und ein eingeschränktes kognitives Denkvermögen sind nicht die einzigen Voraussetzungen, die du erfüllen musst, um ein richtiger Emo zu werden. Um die Emo-Transformation abzuschließen, musst du nämlich eine von den Urvätern des Emos entworfene Liste abarbeiten. Je nach Lust und Laune kannst du die einzelnen Punkte auch einfach mittels einer Rasierklinge im eigenen Arm abhaken. Also fangen wir mal an. Das erste, was du machen musst, um ein richtiger Emo zu werden, ist es, eine extrem harte Hintergrundgeschichte zu erfinden, die dir den Anreiz gibt, ein Emo zu werden. Wie zum Beispiel, deine große Liebe hat dich mit 12 Jahren sitzen lassen, du bist zu fett für dein Lieblingsshirt geworden oder dein Vater hat dich 24 Jahre lang als Sexsklave im Keller gehalten und mit dir 3 verkrüppelte Kinder gezeugt. Oh nee, sorry, das war der Einbürgerungstest für Österreicher, aber egal. Wenn du deine pseudo-diepe Geschichte gefunden hast, machen wir mal weiter und kommen zu deinem Aussehen. Abgesehen von komplett schwarzen Klamotten ist der Edding das wichtigste Accessoire im Leben eines Emos. Mit ihm schminkst du dir die Augen, Augenbrauen, Fingernägel etc. Besonders praktisch am Edding ist seine Wasserunlöslichkeit. Du kannst also heulen, so viel du willst, ohne auch nur einmal neues Make-up auftragen zu müssen. Voll praktisch. Solltest du gerade keinen Edding zur Hand haben, kannst du dir auch wahlweise mit einer schwarzen Lachspraydose ins Gesicht sprühen. Pass dabei jedoch auf, dass du dir nicht versehentlich dein komplettes Gesicht beschmierst. Nicht, weil die Dämpfe giftig sind und du vermutlich erblindest, bevor du qualvoll an Krebs zugrunde geht, sondern weil man dich je nach Farbdichte nicht mehr für einen Emo, sondern für einen somalischen Flüchtling halten könnte. Aber kommen wir jetzt mal zu deinen Haaren. Deine Haare sind neben deinen Klamotten und dem Make-up wohl dein größtes Aushängeschild. Da der Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Emos lediglich darin besteht, dass Frauen Pussys haben und Männer Pussys sind, tragen männliche wie weibliche Exemplare meist denselben Haarschnitt, lang und über die Augen hängen. Was ziemlich praktisch ist, da Außenstehende so nicht sehen können, wenn ihr wieder einmal am Flennen seid. Sollten die Haare nicht von Natur aus schwarz sein, so ist es als Emo deine heilige Pflicht, diese zu färben. Mit dem Haarefärben wären wir dann auch schon direkt beim wichtigsten Thema für die Emo-Szene angelangt, den Rängen. Was viele Außenstehende nicht wissen, ist, dass es bei den Emos ein internes Rangverhältnis gibt. Den Rang eines Emos sieht man anhand der Anzahl von bunten Strähnen in den schwarz gefärbten Haaren. Je mehr Strähnen ein Emo besitzt, desto höher ist sein Rang innerhalb der Gemeinschaft. Doch wie verdient man sich eine Strähne? Die Antwort lautet Sex. Um sich eine weitere Strähne dazu zu verdienen, muss unser Emo sich von einem anderen Emo höheren Ranges begatten lassen. Das Geschlecht ist hierbei egal, wodurch es meist zu homosexuellen Handlungen untereinander kommt. Bei den Emos ist es also genau wie in der Arbeitswelt. Will man was erreichen, muss man sich hochschlafen. Einen besonderen Rang in der Szene genießen Mitglieder mit sogenannten Snakebites. Snakebites sind Piercings, welche jeweils rechts und links unter die Lippe gestochen werden. Um sich Snakebites zu verdienen, muss der Emo 2 Penisse gleichzeitig in seinen Körper quetschen lassen. Er muss also doppelt gestochen worden sein. Daher sind die Snakebites gleichzeitig eine Metapher für diesen Akt. Wird ein Emo dabei erwischt, sich Strähnen in die Haare zu färben oder Snakebites zu stechen, ohne nachweislich den offiziellen Weg gegangen zu sein, so muss er sich als Strafe Schnittwunden zufügen. Ansonsten droht der Ausschluss aus der Gemeinschaft. Diese sektenartigen Strukturen in der Emo-Szene sind der Grund dafür, dass man sie in Ländern wie zum Beispiel Russland gesetzlich verboten hat. Da wir hier aber nun mal nicht in Russland leben und uns eine fette weibliche Marionette der USA regiert, anstatt einen auf Bären reitender Badass, können die Emos hierzulande weiter in ihr Unwesen treiben und dank meiner Anleitung kannst auch du jetzt ein Teil dieser Bewegung werden. Sollte deine Aufmerksamkeitsspanne vor lauter RTL-Konsum jedoch so im Arsch sein, dass du keinen Plan mehr davon hast, was ich in den letzten paar Minuten so von mir gegeben habe, hat Unique hier nochmal eine kleine Zusammenfassung für euch. Alter, was ist das schon wieder für eine neue Behindertenentwicklung? Aufmerksamkeit suchen die Kinder, die sich ritzen. Mit 12 Jahren meint sie, werden in der schlechten Phase innerlich zerrissen. Ich wünsche ihm, dass sie an ihrem blech-schwarzen Lippenstift ersticken. Mit euch wie Marilyn Manson macht man eine Runde Bock, der weißen Nacktstreppe auszusehen, als hätte man Zähne in der Fresse. Schwarze Make-up bringt euch eh nix, macht kein Rest, die sehen, weil die Fresse hinter dem Emo-Haircut versteckt ist. Aber was auf beste Schminke denn? Spuckst dir irgendeine Scheiße in die Arme und als Bilder davon auf Instagram. Auf deinem Facebook-Profil nennst du dich also Rainbow-Cookie. Hör, ich darf dir Hass haben, seit dann findet ihr die Welt so lustig. Leute, die sich brüsten mit Animes und von denen wertigerweise Freude wie Besprüche auf Tanga stehen. Emos wird man nimmer empfangen mit, außer den Namen. Klar, warum die Animes mögen, weil die Schlitzaugen haben, die sind schwarztragend, denken diese Deck kaputt. Hinter statt Mama Schamhaar, Rasierer, lieber Gillette, mach Schluss. Kann doch nicht sein, dass einem so ne Scheiße gefällt. Ihr seid wie der Gerät, denn ihr schneidet euch selbst. Du ritzt dich mit nem Küchenmesser, meine Mama, die die Schminke wegnimmt. Die seit Make-up-Pranks in die Bildkaulitz von Tokyo Hotel. Auch wenn jeder Emo Scheiße findet, sind sie wie dieser Track. Es wird am Ende eh reingeschnitten.